Willkommen zurück bei Minecraft. Wir haben in der letzten Folge mit der Kürbisfarm angefangen und die muss ja auch fertig werden. Das heißt, ich werde heute mal zusehen, dass ich hier mit der Kürbisfarm was gebacken kriege. Das heißt vor allem, ich muss die zweite Hälfte bauen. Und das heißt vor allem, ich brauche Redstone. So. Es ist jetzt gerade eh dunkel. Das heißt, ich darf nicht schlafen. Dafür ist es nicht dunkel genug. Und ich muss erstmal meinen ganzen Krempel hier zwischenlagern. Die Lava hole ich gleich. Bei Regen kann man doch gut angeln, wa? Gut, das heißt, wir gehen mal ganz schnell wieder drei Felder angeln. Halt, nein, das ist Holz. Das ist Holz. Schienen brauche ich keine mehr. Warte, doch. Stöcke brauche ich, weil ich brauche Äxte. Ja. Die Pfeile kann ich hier ablegen. Ich habe ja noch einen Stack. Die Äxte kann ich zusammenfassen. Und hier kann ich für Nachschub sorgen. Gut. Eine Eisenaxt brauche ich noch. Denn Redstone kann man ja nur mit einer Eisenaxt bauen. Wenn wir schon mal dabei sind, sollte ich mir gleich ein Eisenschwert besorgen. Weil meins macht sich bald vom Acker. So. Das Schwert kommt hierher. Ach, ich habe ja doch noch eine Eisenpickaxe. Na ja, gut. Lieber zwei als keine. Okay. Dann würde ich sagen, Missetat für heute. Dreimal angeln, in der Hoffnung, einen Sattel zu kriegen. Und dann Redstone besorgen. So. Einen Steg wollte ich noch bauen. Der bis ins tiefe Wasser reicht. Mach ich gleich. Dann haben wir was zu tun. Also, für einen Steg brauche ich zwei Treppen, Half Slabs und habe ich nur noch zwei Spruce-Zäune? Da brauche ich ein paar mehr. Der Fisch kommt hier rein. Die Steine kommen hier rein. So. Mal gucken. Wenn ich hier, also die kommen ja weg. So. Genau. Dann baue ich hier meinen Steg. So. Ich habe das tiefe Wasser gefunden. Alles klar. Was? Ach, stimmt ja. Da müssen ja Würfel hin. So ein Mist. So, wie mache ich denn das? Hole ich jetzt Würfel? Nö.
So. Und dann würde ich sagen, hier nochmal. Zack, zack. Und zack, zack. Und hier auch nochmal. Ja, sieht doch nach dem Steg aus. So. Und damit ich mit dem Boot rankomme. Ah, jetzt habe ich nicht genug. Dann hole ich mal noch schnell welche. Da. Und da. Okay. Nein. Tür zu. So. Das sieht doch nach einem Steg aus. So. Hier noch einer und hier noch einer. Zack. Oh, okay, der braucht nicht. Na, komm schon durch hier. Danke. Da noch einer. Da noch einer. Dann sieht doch noch ein Steg aus. So. Alles klar. Und jetzt kann ich von hier aus im tiefen Wasser angeln. So. Was war das? Ein Stock? Ich brauche einen Sattel. So rum. Wieder kein Sattel. Letzter Versuch für heute. Und dann wird es auch schon dunkel. Und wieder kein Sattel. Okay, morgen wieder. Ah, hier läuft's. So. Zack, zack. Fehlt doch einer? Nö. So, das heißt, das restliche Zuckerrohr ist jetzt für mich. Danke. So. Fisch kommt da rein. Fisch kommt da rein. Gut. Jetzt mache ich alles leer. Weg. Weg. Schalter kommen weg. Die Dinger kommen weg. Pumpkins kommen weg. Die behalte ich. Die brauche ich. Erde kommt weg. So. Und die kommen weg. Und jetzt hole ich meinen Redstone. So. Wir sind auf Höhe 11. Alles klar, perfekte Höhe.
Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Hier ist eine Höhle. Aha, vielleicht gibt es hier Eisen. Bei Höhlen gibt es aber Eisen. Gold gibt es hier. Und Eisen. Und Kohle und Eisen. Ha! Das heißt für uns erstmal, danke. Danke. Noch mehr Danke. Wunderbar. Läuft. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich meine Dorfbewohner dazu überreden kann, mir Diamantpicken zu verkaufen, damit das hier mal schneller geht. So. Die Kohle hätten wir. Jetzt kommt Gold dran. Gold kriege ich nur mit Eisen, wa? Oder? Ja. Zack. Danke. Oh, es schneit. Alles klar? Ist da Eisen drunter? Nö, Andesit. Sag mal. Gar keine Fackeln mehr? Doch, da. Und hier ist der Laden zu Ende. Okay. So. Dann gab es hier Eisen und Gold. Aber noch kein Redstone. Zack. Und Gold nehmen wir auch mal mit. Danke. Das war's, das war's, das war's. Da ist Gold. Danke. Und hier ist Eisen. Und noch mehr Eisen. Und noch mehr Eisen. Ha! Und noch mehr Eisen. Danke. So. Zack. Und jetzt war hier noch irgendwo Eisen, genau. Oh, noch mehr. Hier drüben ist noch was. Mann, oh Mann, oh Mann. Das lohnt sich ja richtig heute. Aber eigentlich brauche ich heute mal Redstone. So, 31 Kohle. Naja, können wir noch den Stack voll machen? So, Fackel dahin.
So. Fackel dahin und zack, danke. Von wo bin ich jetzt gekommen? Nein. Nein. Nanu. Wo war denn jetzt der Ausgang? Da. Nein. Doch. Natürlich. Und jetzt pulle ich mich einfach nach unten weiter. Weil da oben war ja nichts. Ich brauche nämlich immer noch Redstone. So. Ups. Das ist kein Redstone. Da gibt es nur verbrannte Füße. So. Ja, da gibt es das Redstone. Genau hier hinter. Seht ihr das? Ich nicht. Mist. Na gut. So. Also ich würde gerne heute wenigstens noch hier ein Block Redstone rausgraben. Ja, jetzt gibt es hier noch Kohle. Gut. Ich bin begeistert. Meine, wir haben halben Stack Eisen gekriegt. Aber ich habe kein Redstone. Dafür höre ich schon wieder die Lava blubbern. Da ist Redstone. Wuhu. Sehr gut. 18 Redstone. Und ab nach Hause. So. Mit dem Redstone können wir jetzt nämlich die Kolben und Beobachter bauen. Ich muss mal gucken. Wir haben 5 Beobachter haben wir. So, Fisch. Fisch. Gold, Eisen. Und natürlich keine Lava geholt. Das ist doch schon wieder. Ich will diese Lava hier unten wegkriegen. Nein! Nicht wegschmeißen und vor allem nicht verbrennen, mein Freund. Ich glaub's hackt. So. Also, einmal da rein, einmal da rein. So. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel ich überhaupt brauche. Hier muss noch ein Beobachter hin. Natürlich andersrum. So. Und ein Redstone oben drauf. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beobachter. Und haben tue ich 4. Also brauche ich noch 3. Gut.
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kolben. Hä? Passt doch. Ist doch Schei. Ist doch Scheibenkleister. Ich muss doch mit dem Kolben aufhören. Ist doch richtig. So. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kolben und 6 Beobachter. So stimmt es. Gut. Hallo Spinne. Jetzt kommt das Gold, dann kommt das Eisen. Okay. Läuft. Wo sind meine Kloben? So. So. Habe ich hier noch was? Nein. Da habe ich Eisen. Redstone habe ich. Und Steine brauche ich. Halt die Klappe, Spinne, sonst klatsche ich dir eine. So. Jetzt baue ich Kolben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und Beobachter baue ich damit 4, 5, 6. Wieso 7? So. Du hast mich abgelenkt, Spinne. Wo bist du? Komm her. Du lenkst mich ab. Du störst. Wegen dir habe ich mich verzählt. So. Gut, Thema erledigt. Also, merkt euch, bitte nicht ablenken. Ich möchte mich nicht verzählen. So. Dann fangen wir mal an. Kolben. Beobachter. Kolben. Beobachter. Kolben. Beobachter. Kolben. Beobachter. Kolben. Beobachter. Kolben. Beobachter. Kolben. So, passt. Geh mal bitte weg. So. Jetzt brauche ich noch Steine. Dann sind wir fertig. E. Zack. Wasser. Wasser. Danke. So. Ach so, jetzt funktioniert das ja wieder nicht. Ach, ich mache hier eine Hilfslinie. Aus Sand. Dann funktioniert es wieder. Dann habe ich weniger Stress.
Was man nicht im Kopf hat, hat man eine Bene. So einfach ist das. So. So und so. Jetzt kommt hier das Wasser rein. Und nochmal Wasser. Da. Hier wischt es gerade. Gerade. Und alles gerade. Okay. Jetzt kommen hier Steine rein. Eine Reihe Steine drauf. Und mir fehlt Redstone. Gut. So. Die Reihe hier kann wieder weg. Jetzt gibst du mir mal bitte die Hacke. Wollte ich auch gerade sagen. Halt. Genau. Hüpf. Hüpf. Ich muss ja nur hier. Nur hier sind Pflanzen. Genau. So. Jetzt hole ich mir meine Kirbanten. Zack. Mal gucken, ob das reicht. Mal gucken, ob das reicht. Pass mal auf, Dicker. Du wirst hier oben nicht langlaufen und mir alles zertrampeln, ja? Also bitte. Als nächstes läuft er noch hier auf die... Sag mal, wo läufst du denn lang, Dicker? Komm runter da. Ja. Hör mal, wenn du nicht gleich einen tragischen Unfall mit einem Eimer Lava haben willst, ja, machst du dich vom Acker. Komm, hopp, hopp. Tschüss. Verfatz dich. So. Und ich werde jetzt hier mal die Kirbanten aussehen. Also. Genau. Ah ja, richtig, da ist kein Redstone mehr. Gut. Und du verschwindest hier, Dicker. Sonst gibt's Beule. Und ich verschwinde auch wieder. Nächstes Mal mache ich da drüben fertig. Da muss ich sowieso nochmal runtergehen und Redstone holen. Jetzt würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later. Und gute Nacht.